ein weiterer großer Tag, ne? Für den Verein. Ja, wir haben ja schon erzählt, dass wir den Do 56 übernehmen werden. Heute haben wir unterschrieben den Vertrag, endgültig unterschrieben und auch die Übergabe gemacht. Das Fahrzeug ist jetzt in unserem Bestand. Als Dauerleihgabe muss man immer dazu sagen, dass niemand denkt, das ist unser Auto, sondern bleibt das Auto der BVG. Und ja, hier steht das wunderschöne Stück. Und jetzt werden wir nach Schmergo überführen, in unsere Halle stellen, dass er trocken steht. Warm ja nicht, aber trocken zumindest. Und dann wird er sich garantiert wohlfühlen. Genau, und in Kürze, denke ich, machen wir auch eine große Fahrzeugvorstellung. Auf jeden Fall. Hast du da, das sind jetzt die Verträge, ja? Wir hatten ja schon berichtet, dass wir den Do 56 der BVG als Dauerleihgabe übernehmen werden. Der Mario Dreher, der Verantwortliche dafür, der die Verträge ausgearbeitet hat, hat diesen Vertrag jetzt in zweifacher Ausführung hier. Einmal für uns, einmal für die Firma. Die werden wir jetzt hier unterschreiben. Die Firma hat schon unterschrieben. Und dann werden wir rausgehen und mit dem Technikbeauftragten, den Herrn Schaar, werden wir dann zusammen das Fahrzeug uns nochmal angucken, auf Fehler gucken, auf Schäden gucken. Das wird dokumentiert in der Fahrzeugübergabeliste. Und dann heißt es eigentlich, mit dem Auto vom Hof rollen und ihn, bevor es wieder richtig regnet, in die Halle zu stellen. Ja, damit er endlich mal aus dieser Regenzeit rauskommt. Ich setze jetzt hier mein Autogramm hin, damit der Mario Dreher den Vertrag kriegt und in seine Unterlagen abheften kann. Heute haben wir den 2. Wa? Mhm. Ja. 02.02.2000. Scheiße, nicht 22. Ja. 23. So. Wir haben uns bemüht, aber hat leider nichts zum vorher geklappt. Dann ist hier mein Autogramm. Genau, dann bitte nochmal die zweite Variante. Kriegen oder wir die zweite hin. Ausfertigung. Ja, Variante. Kriegen wir doch hin. So, den schon mal rüber. So. Prima, das freut mich. Dann wünsche ich allzeit gute Fahrt. Das kriegen wir hin. Ja, das okay. Kriegen wir hin. Wir freuen uns auch. Danke sehr. Ja, das Fahrzeug kommt jetzt wieder in Verkehr. Die Leute werden ihn sehen da draußen auf der Straße. Das heißt, schön. Der wird auch. Also, wir haben, ich habe schon die Liste hier. Die erste Fahrt ist schon halb voll. Sehr gut. Ja? Alles klar. Solange wie es nicht der Fahrer ist, ist halt okay. Die ist schon halb voll. Nee, naja, der Fahrer muss ganz voll sein. Sonst geht es ja nicht. Oh, Entschuldigung. Ja. So, dann tausche ich mal kurz. Den nehme ich mal so. Rüber. Ja, dann so. Kriegst du noch was mit von uns gleich. Das ist 32, 32. Achso, siehst du, jetzt muss er mir noch sagen, wo das Mikrofon ist. Ja? Hier, der erste Fahrtenschreiber, wenn ich den jetzt hier mal auf. Das ist alles gut. Detlef, Einstieg normalerweise hinten, ne? Nee, nochmal. Früher war vorn, ja? Weil der Fahrgast hat hier beim Fahrer bezahlt. Und zwar hing hier eine Zahlbox drin auf der Seite. Wir ja. haben geschlitzt für Zeitkarten. Immer so ein kleines Fenster, was der Fahrer sehen konnte. Aha. Da wurde Bargeld eingeschmissen, die 20 Pfennige. Und wenn der Fenster voll war, hat der auf den Knopf gedrückt, ist in den Kassen runtergefallen. Hier war der Einstieg.
Aber hier ist gerade viel zu hoch, ne? Ist hoch, aber die Leute, nee, ist original so. Die Leute sind früher so reingekommen. Wunderbar. Ich hatte es ja schon mal gesagt, heute kann man es nicht mehr machen, wegen der Behindertengerechtigkeit. Und später wurden ja dann die Zahlboxen hier vorne abgeschafft, dann kam hier eine Zahlbox hin, dieser einarme Bandit, und nochmal hinten am Perron war hin. Da konnten die Leute ja einsteigen, wo sie wollten. Aber ich habe gesehen, du bist jetzt auch hinten eingestiegen. Ja, weil es mir ja auch leichter ist. Bin ja auch schon ein bisschen jünger geworden, ne? Also wir müssen auf jeden Fall mal mit einem Menschen zeigen, dass es auch vorne geht einzusteigen. Ja, mache ich euch. So, ich gehe mal raus, damit man einfach mal sieht, was für eine Höhe überschritten werden muss. Ja. Genau. Mach's also, ja nur nicht, wenn ich es nicht muss. Ja. Ne? Hartmut fährt jetzt das erste Mal mit dem Do 56. Er hat ja früher in seiner aktiven BVG-Zeit, BVB-Zeit, das Fahrzeug aufbewegt. Ja, der Lüfter, oder? Das ist hinten, ne? Ja. Oben und unten. Ja. Hat das Auto früher auch schon 8 Gänge gehabt? Nee, ne? Nein. Ganz normale H6, 6, 5 Anschaltung. Ist ja jetzt alles hier MAN auf der Getriebe, ne? Ja. Genau. Und falls einer oder der ein oder andere Do 56 Experte sich jetzt fragt, was ist hier eigentlich unter der Haube? Ja, es ist keine H6-Technik mehr. Die BVG hat hier mal umfassend umgerüstet. Aber dazu später mehr. Lutz, wie ist es so für dich, hier mal wieder als Fahrgast mitzufahren? Ja, das ist ja eine Erinnerung an die ganz alten Zeiten. Wir haben ja damals noch, kurz vor Ende unser Lehrer, die letzten Doppeldecker mitgefahren, bevor sie dann die ganzen Icarus eingekauft haben. Und das ist, Das heißt, du bist dieses Fahrzeug auch schon selber gefahren? Ich bin selber kurz auch mal gefahren. Nicht kurz, sondern über 18 waren. Hatten wir dann auch den Busschein gehabt und konnten dann auch auf Linie fahren. Aber damals waren sie in der letzten Zeit auf dem 41er Maische raus. Da liefen noch und auf dem 7er liefen sie noch. Ja, aber ansonsten hatten sie in der Stadt schon meistens immer die Icarus eingeführt. Ja. Genau, und auf dem 7er kann ich mich auch noch erinnern, als kleiner Steppke allerdings. Ja. Na, früher war das ja auch so gewesen, wir haben ja auf diesen Bussen noch Fahrschule gemacht. Ja, also wir hatten SS4000, die LKW-Fahrschule, und wo wir dann Fahrschule hatten für den Kompschein, wie sie damals nannte, für den Kraft-Omnibus-Schein, da haben wir dann hier auf dem Doppeldecker gelernt. Ja. Aber bei dem waren sie damals noch einer gewesen ohne Lenkhilfe. Ja. Und da hast du an dem Lenkrad dran gehangen wie so ein Schluck Wasser, genau. Um das Ding da rumzukriegen. Hier mit Lenkhilfe geht es ja schon, da ist das ja eigentlich schon einfacher alles. Das ist einfach zum ersten Mal, ne? Zum ersten Mal, ja. Freude, mal gucken, ob wir klarkommen. Bestimmt. Ja, aber an der zwei erstmal anderen. Ja. Vielleicht sieht er aus. Pass auf, ich mach mal die Tür zu und du kannst mal gucken wegen dem Spiegel, ob die stimmen. Ja. Ja, Entschuldigung, fiel mir den auch gerade ein. So. Wie gesagt, du musst mal gucken, kannst ja mal schalten, einmal über die Gruppe drüber, über die Sperre. Hier? Ja? Nee. Nee, das ist jetzt, dann, genau, jetzt bist du in der großen Gruppe,
Und jetzt zurück. Merkst du, jetzt bist du in der kleinen Gruppe. Ja. Na klein, nur den vierten. Vierten, anfahren. Dann zurück über die Gruppe. Fünften, sechsten, siebten, achten. Total easy.